Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Muttis, Vatis, Omas, Opas, alle Verwandten. Vitaj Chignam, Dyberoschi, Blisko Adaloka. Das war Sorbisch, wer das nicht so richtig weiß. Hoffe ich jedenfalls. Und das ist ja das Besondere, dass bei uns auch Sorbisch gesprochen wird. Und ich habe schon gerade gesagt, der Wurzelzwerg Kalli, passt mal auf, was der so alles sagen wird. Recht herzlichen Dank den Eltern, den anderen Verwandten, die die Kinder so freundlicherweise transportiert haben hier bei uns. Und nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Bei der Geschichte von den drei Wünschen frei. Gute Unterhaltung wünsche ich euch. Eine tolle Überraschung, dass ihr mal bei mir reinschaut, Kinder. Und ihr kommt genau richtig. Die Traumflieger sind schon unterwegs zu mir. Was? Ihr wisst nicht, was das ist? Ein Traumflieger? Nun, wenn ich am Abend meine Traumreisewünsche über die Erde streue, werdet ihr zu Traumfliegern. Eure Fantasie verleiht den Gedanken Flügel. Und so schwirren sie durch Zeit und Raum, wohin immer ihr sie schickt. Und wenn sie am Morgen zu euch zurückkehren, könnt ihr euch an all eure Träume erinnern. So ist das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Hört ihr? Da kommen sie.
war das? Was ist passiert? Könnt ihr sie irgendwo entdecken? Es wird ihnen doch nicht zugestoßen sein. Ich muss Kalli Bescheid sagen. Der Pfiffikus weiß vielleicht mehr. Wie? Ihr kennt Kalli nicht? Den mutigsten Wurzelzwerg aller Waldlichtungen? Na, das müssen wir sofort ändern. Einen glitzerlichen Traumriese-Wunsch gestreut. Eins, zwei Sternhopser gemacht. Und schon, da ist er. Ich bin zu Haus in diesem Wald schon viele hundert Jahre lang. Ich kenne jeden Strauch und Baum, die Tiere und den Vogelsang. Ich hüte sorgsam Tal und Berg, und wer mich kennt, kennt Kalli, den Wurzelzwerg. Sorgsam Tal und Berg, und wer mich kennt, kennt Kalli, den Wurzelzwerg. Und wenn das so weitergeht, dann werdet ihr mich erst einmal richtig kennenlernen. Nutschaketsche. Hey Kalli, was ist denn passiert, dass du so schimpfst? Als hätte dir jemand die Marmelade vom Frühstücksbrötchen geklaut. Ah, grüß dich, Mond, mein Guter. Brutales Volk manchmal, diese Menschen, haben so viel Platz überall und sind es sich immer noch nicht zufrieden, haben einfach keinen Respekt mehr vor den Tieren und den Wäldern. Es ist zum Haare ausraufen. Sacklatte 50. Sieh dir meine kleine Freundin an. Niemals tat sie jemandem etwas zuleide. Was ihr passiert ist, willst du wissen? Das können wir dir erzählen. Schöne bunte Wiese tönte wie ein großer Chor. Er liebt so.
Siehst du, das ist passiert. Gerade noch mal gut gegangen. Ich bin oberfruchtig extra sauer. Und du? Du kommst doch wohl nicht vorbei, weil du meinen neuen Hund bewundern willst. Hä? Obwohl der echt stark aussieht. Und jetzt Zwirner, mein neuer Hund. Gut, dass du mich erinnerst. Ich bin eigentlich hier, weil ein Unglück geschehen ist. Die Kinder und ich, wir können die Traumflieger nirgendwo finden. Oh, die Kinder. Wahnsinn. Das ist ja wohl, das glaube ich nicht. Ich denke ja wohl, ich spinne, dass ihr mal hier bei mir vorbeischaut, Kinder. Sabonischka, das haut ja glatt die Bären vom Stamm. Oh Kinder, wie sich das gut trifft, dass ihr da seid. Was denkt ihr denn, was für ein wahnsinniges Abenteuer ich übergestern erlebt habe? Ich schlendere also Kali, den Waldweg entlang und denke an gar nichts Böses. Kali. Was? Was sagst du da? Die Traumflieger sind weg? Ach Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Die Sträucher haben sich bestimmt nur versteckt. Guck doch mal durch dein oberunheimlich bombastikalonisch supergalaktoskopisch einmaliges Fernrohr. Da wirst du sie schon irgendwo entdecken können. Da hätte ich ja auch gleich drauf kommen können. Na klar doch. Mein Mondglas. Hat er euch von seiner Diät erzählt? Er nimmt gerade wieder ab, der Gute. Das macht er immer, wenn er sich wochenlang in der Eisdiele auf der Milchstraße den Bauch vollgeschlagen hat. Ob etwa... Oh nein, das wäre zu schlimm. Ob vielleicht dieser... Ich muss nachschauen. Potz, Blitz und Sternschnuppen! Der Monitorus hat die! Der Monitorus? Mensch, Kalli, mach jetzt nicht schlapp. Der hinterhältige Monitorus und seine Gehilfen haben die Traumflieger in ihrer Burg eingesperrt. Kein Kind wird sich mehr an seine Träume erinnern können, wenn die Traumflieger bis zum Sonnenaufgang nicht befreit sind. Ei, gitti, gitti, gitt. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut ist das. Oh, dieser nichtsnutzige Fantasiefresser. Dieser Monitorus. Oh ja, der ist geschickt und hat viele Helfer. Die verstecken sich in den Fernsehern und klauen lauter kleine Stücke eurer Fantasie. Bis eure Fantasie alle ist. Und dann gibt's auch keine Traumflieger mehr. Heute Nacht. Nun muss es den Schurken gelungen sein, die Traumflieger einzufangen und in seinen riesigen Monitorverlies einzusperren. Ein fürchterbares, ein schreckliches Verlies. Ein alter Fernsehapparaturus. Befreien kann sie nur ein mutiger Traumflieger, der noch genügend Fantasie hat, um dieses schlimme Gesänge zu überlisten. Genau, wie du das wieder gesagt hast. Du bist halt eben eine Leuchte. Also, guck durch dein schlaues Rohr, ob du nicht einen entdecken kannst.